Laut einer Studie vom Bundeswirtschaftsministerium scheitern 70% der Windenergieprojekte aufgrund von artenschutzrechtlichen Belangen. Einer der häufigsten Gründe sind Rotmilan-Vorkommen an den geplanten Windparkstandorten. Da ist bei uns die Idee geboren, eben ein System zu machen, Vogelschutz und Windenergie in Einklang zu bringen. Der Bird Recorder ist ein Antikollisionssystem für Windenergieanlagen. Er besteht aus 8 Kameras, die in der Umgebung von 700 Metern die Umgebung beobachten und dann mit KI die Objekte detektieren und gleichzeitig die Vogelart bestimmen. Fliegt ein Rotmilan in den Gefahrenbereich einer Windkraftanlage, wird diese abgeschaltet und wieder eingeschalten, sobald er den Gefahrenbereich wieder verlassen hat. Damit ist der Bird Recorder ein Schlüsselelement der Energiewende im Bund und im Land oder auch darüber hinaus, um die Klimaziele zu erreichen.